Und jetzt schauen wir mal, wie sie sich mit dem jetzt neuen Gerät Band präsentiert. Das vierte im Bunde der vier Handgeräte. Der Reifen ist ja im Moment in der Gruppe. Und ich finde, Cornelia, diese Jelena Witryczenko ist so ein weicher, fraulicher Typ, anders als Sera Brjanska, ja, obwohl sie, na, ich würde sagen, sie sind nicht ähnlich. Ja, ja, sie ist sehr, sehr grazil. Ich muss dazu sagen, sie gefällt mir wirklich am allerbesten, weil sie ist perfekt. In allem, was sie macht, ist sie sehr perfekt. Ton sehr weich, sehr flüssig. Und das sind so die kleinen Hundertstelpunkte, die im Endeffekt die Entscheidung bringen, wer steht vorn. Aber jetzt, nach Larisa Lukjanenko, ein zweiter und ziemlich schwerer Fehler. Der hat Folgen im Klassement, dessen bin ich mir sicher. Ja, auch das kann einer so guten Gymnastin passieren. Im Training turnt man stabil. Im Wettkampf kommt die Aufregung dazu, das Flair, das Umfeld, das kann einen schon manchmal aus der Fassung bringen. Aber Cornelia, besser jetzt beim Turnier als beim Großereignis, denn auch aus Fehlern lernt man von der Psyche her und von der mentalen Situation. Ja, auch das sehe ich so. Und das Problem ist immer, dann danach weitermachen, ja? Nach dem Fehler, sich nicht beeindrucken lassen, damit keine Folgefehler entstehen.